herzlich willkommen bei Gesundheitsglück. Heute backen wir zusammen einen Zitronenmandelkuchen und das Besondere ist, dass überhaupt kein Mehl enthalten ist. Das bedeutet, der Kuchen ist glutenfrei, auch ganz einfach und schnell zubereitet und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wir starten und beginnen damit, vorsichtig die Eier zu trennen. Als erstes schlage ich das Eiweiß auf und gebe dafür die Eiweiße in eine saubere Schüssel und eine kleine Prise Salz. Das Eiweiß schlage ich so lange, bis es schön fest geworden ist und gebe gegen Ende ungefähr 60 Gramm Rohrzucker dazu. Danach werden die Eigelbe aufgeschlagen. Dazu gebe ich die Eigelbe in eine separate Schüssel, den restlichen ca. 30 Gramm Rohrzucker und rühre so lang, bis ein richtig schöner, luftiger Eischaum entsteht. Die Butter erwärme ich kurz in einer kleinen Pfanne. In der Zwischenzeit reibe ich zu dem Eigelb etwas Zitronenschale, so wird der Geschmack der Zitrone noch etwas mehr intensiviert. Ich verwende hier eine Bio-Zitrone, das bedeutet, wir können sowohl die Zitronenschale als auch den Saft verwenden. Und das mache ich jetzt auch. Ich presse die Zitrone aus und gebe den Saft dazu. Jetzt ist es an der Zeit, die flüssige Butter sowie Vanille und das Backpulver vorsichtig unterzurühren. Nun werden noch die gemahlenen Mandeln dazugegeben und ich verspreche euch, ihr werdet wirklich begeistert sein, denn es fällt am Ende überhaupt nicht auf, dass in dem Kuchen kein Mehl enthalten ist. Ja, für weitere regelmäßige glutenfreie Rezepte und Tipps für dein Wohlbefinden freue ich mich sehr, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, um kein Video mehr zu verpassen. Zum Schluss hebe ich den Eischnee vorsichtig mit einem Schneebesen unter. Und so entsteht ein super luftiger, weicher Teig. Da ich den Kuchen in einer Springform backe, pinsle ich diese jetzt noch mit ein bisschen Fett ein und gebe ein paar gehackte Mandeln dazu, sodass der Kuchen am Ende sich gut aus der Form löst. Auf den Boden gebe ich Backpapier und jetzt können wir den Zitronenmandelteig auch schon in unsere vorbereitete Form füllen und glatt streichen. Und wenn du noch ganz neu auf dem Gebiet der glutenfreien Ernährung bist, dann empfehle ich dir mein E-Book Einstieg in die glutenfreie Ernährung. Hier findest du ganz viele tolle Tipps für deinen Alltag. Zum Schluss gebe ich noch ein paar Mandelblättchen auf den Teig und wir backen jetzt den Kuchen für ca. 35 bis 40 Minuten und eventuell kannst du nach der Hälfte der Backzeit den Kuchen mit etwas Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird. Ist die Backzeit vergangen, holen wir den Kuchen aus dem Ofen und ich liebe ihn jetzt schon. Ich liebe einfach den Geruch, gerade die Mischung aus Zitrone und Mandel finde ich persönlich ganz besonders und mag das total gerne. Ich bin schon gespannt, wie euch der Kuchen schmeckt. Schreibt mir das doch dann auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Kuchen findet. Den Kuchen lassen wir jetzt natürlich noch gut abkühlen und können ihn noch nach Belieben mit etwas Puderzucker zum Beispiel bestreuen. Ja, probiert den Kuchen doch unbedingt mal aus. Er ist unglaublich lecker, super weich und schmeckt herrlich nach Zitrone und Mandeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mhm.